Radieschen, 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 Radieschen und noch mehr Radieschen. Das ist eine Pflanze, die ich letztes Jahr zu Häuft angebaut habe. Ich rede davon ungefähr hunderten Pflanzen. Und das bringt natürlich jede Menge Erfahrung mit sich. Viele Garteneinsteiger fangen direkt mit den Radieschen an, da das eine sehr einfache Pflanze ist, die man sehr einfach kultivieren kann. Ganz einfach wegen, ja, 3 bis 10 Tage die Keimung und dann nach 1 bis 2 Monaten hat man dann schon die Ernte. Also es ist wirklich eine sehr schnelle Pflanze, die sehr schnell wächst und dazu meiner Meinung auch sehr, sehr gut schmeckt. Da Radieschen so tolle Pflanzen sind, die so schnell keimen und so schnell reifen und man sie auch so schnell ernten kann, kann man natürlich trotzdem noch jede Menge Fehler machen und dazu auch sehr viele unnötige Schritte. Denn ich habe häufig schon beobachtet, dass Leute einfach Radieschen vorgezogen haben, wie Tomaten oder Paprika, und sie dann nach vereinzelt haben von einem kleinen Topf und in einen zum Beispiel Balkonkasten umgetopft haben. Das sind natürlich Schritte, die man sich sehr gut sparen kann. Denn eine Radieschenpflanze hat es nicht nötig, wie eine Tomatenpflanze in nährstoffreichere Erde umgetopft zu werden. Was man aber machen kann, ist, wenn man die zu dicht sät, dass man die dann nachher vereinzeln kann. Denn eine Radieschenpflanze braucht trotzdem ungefähr 3 bis 5 cm Abstand, also je nach Sorte. Das macht man dann nicht in der Vorzucht, sondern in der Direktsaat. Denn Radieschenpflanzen kann man ganz einfach ohne Probleme direkt ins Beet oder in den Blumenkasten säen und dort kann man sie auch lassen. Braucht nicht umgetopft zu werden, nicht pikiert, wenn dann, wie gesagt, vereinzeln. Aber dort können sie dann noch ausreifen und nachher auch geerntet werden. Und wenn man schon so oft Radieschen angebaut hat, immer die gleichen, darauf keinen Bock mehr hat und vielleicht immer nur hier diese ganz normalen runden Radieschen angebaut hat, die es im Geschäft schon gibt, ja, es gibt noch jede Menge mehr, wo die Anzucht viel interessanter wird, wie zum Beispiel hier. Als zweites habe ich mir geholt hier die Flamboyant 2, das sind so etwas längliche, wo unten auch ein Weißanteil ist. Und dann gibt es noch andere, die ich gefunden habe, wie zum Beispiel hier gelbe. Versuche ich dies ja auch. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und was ich da noch ganz interessant fand, hier eine Radieschen Easter Egg Mix, eine Mischung. Habe ich direkt 3 von. Da hat man sehr schöne, tolle Sorten. Da hat man rot, lila, gelb und weiß. Also wirklich, wie gesagt, eine Easter Egg Mischung. Und das ist natürlich auch sehr viel fürs Auge. Denn das Auge ist ja mit, ne? Bei diesen tollen Farben wirklich unwiderstehlich. Also wenn du in deinem Garten noch etwas Platz hast oder im Beet oder im Hochbeet, egal wo, natürlich musst du erstmal gucken, ob die Pflanzen sich mit den Radieschen vertragen und auch umgekehrt. Und wenn es der Fall ist, dann pflanze auch einfach Radieschen an und schaff dir eine tolle Ernte für nebenbei. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Also dann bis zum nächsten Video und ciao.